Okay, Chat, lass ins nächste Video gehen. Die Gruppendynamik kippt. Erster Frame, Max. Max hat den Podcast verloren. Und, Chat, ich will nochmal, bevor wir reingehen, ich will nochmal für den Support auf Mehranzeigen danken. In der letzten Folge Mario Kart sind die Top-Kommentare, dass Danny mockt. Einer hat noch sich über Marcel beschwert, aber ansonsten sind die Kommentare, dass Danny mockt. Und ich sehe Kommentare mit 770 Upvotes und ich wollte dafür Danke sagen. Ihr macht da was ganz Geiles. Es ist eine geile Bewegung. Danny mockt, wartet auf die neue Folge am Sonntag mit Rohat als Gast. Danny hat da wieder ordentlich einen aufgemockt. Und schaut euch bitte die Folge von Marcel an und schaut, wer einen aufgefahren hat. Haben wir heute noch sowas, so volle, so geile deutsche Kinderserien, so? Seid doch ihr alle 11, weiß jemand Bescheid? Ja, Trimax-Stream halt, ne? Ich sage euch auch ehrlich, wir haben ein enormes Problem. Ich habe mich neulich mit meiner Freundin unterhalten und es ist in der zweiten oder in der dritten Klasse schon normal, dass ein Kind zum anderen sagt, fick dein Vater. Jetzt ist meine Erinnerung an die zweite und dritte Klasse nicht so groß. Aber ich bin mir sicher, ich habe in der zweiten oder dritten Klasse das weder selber gehört bekommen, noch gesagt, dass jemand seinen Vater ficken soll. Also ich glaube wirklich mit 11 sind Kinderserien vorbei. Mit 11 bist du schon da bist du schon in der Streamerwelt. Und ich sag euch, Ich habe mich da auch neulich mit jemandem unterhalten, der meinte, dass man früher noch einen gewissen Respekt hatte vor Älteren. Und ich glaube, das lag auch daran, dass du mit denen gar nicht auf einer Wellenlänge reden konntest. Heute kann der 13-Jährige auf einer Wellenlänge mit dem 19-20-Jährigen kommunizieren, wenn er halt so in diesem Internet-Ding drin ist und ein Handy hat und TikTok hat. Also ich glaube, das könnte schon irgendwie, weißt du, einer in der dritten Klasse sagt zu dem anderen in der dritten Klasse, fick dein Vater, überlegt euch das mal. Man ist 9 in der dritten Klasse. Man ist 9 oder sowas. Hab heute gesehen, dass meine Eltern meinen Sohn Paluten schauen lassen. Ach, jetzt! Also, dein Sohn, dessen Großeltern sind deine Eltern. Aber Paluten kann man sich geben. Paluten ist, geht klar. Denk mal drüber nach, dass, glaube ich, diese Schwelle gar nicht mehr so auf einer kommunikativen Ebene da ist zwischen einem 13- und einem 18-Jährigen. Als ich 13 war, Bruder, ich wollte auf gar keinen Fall mit dem 18-Jährigen reden. Ich wollte nicht mal, dass er mich anschaut. Ich wollte unsichtbar sein für den. Jetzt auf dem Fußballplatz sagt der 13-Jährige zu dem 18-Jährigen wahrscheinlich, ich stech dich ab oder so shit. 3D-Bob, der Baumeister, kann sich mal f***en gehen. Der sieht so scheiße aus. Hier, Bob der Baumeister früher, arschgeile Serie. Nostalgie, ja. Seine Urgroßmutter. Guck, was die da draus gemacht haben. Das Bob der Baumeister heute ist doch scheiße. Digga, was ist das? Das ist keine Parodie oder so. Das ist Bob der Baumeister. Digga, was haben die mit dem gemacht? Diese 3D-Models sehen so scheiße aus. Digga, ich frage, ob heutzutage noch eine geile deutsche Kinderserie aufgenommen wird. Und wenn ja, wie die heißt. Und hier schreibt jemand Fortnite. Also, das ist ja, kann man so dumm sein. Das ist auf... Ja, jetzt pass auf. Jetzt habe ich aber noch einen Take. Ich habe noch einen Take, Chat. Wir sind damit groß geworden, also finden wir es extrem geil. Jetzt sagen wir als über 25-Jährige, ich habe keine Ahnung, wie alt Zabex ist, aber jetzt sagen wir, das ist doch scheiße. Aber für ein Kind ist es der Wahnsinn. Und dann, wenn die Kinder dann groß sind und Bob der Baumeister auf einmal auf der 3D-Brille neben dir sitzt oder in deinen Kontaktlinsen hockt, dann finden die das wieder kacke. Wiederum die neue Generation findet es nice. Ebenen falsch. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Editour 3.0 startet. Es sind ungefähr 12 bis 13 Tage, die wir unterwegs sein werden. Es geht los. Wir fahren. Es geht los. Wir brauchen noch einen Namen fürs Wohnmobil. Ich mache einen Vorschlag. Gumbis. Oh, Kontentunnel. Sind wir noch da? Ja. Top. Wenn du mich genau den Grill habe ich zu Hause. Und jetzt ist halt das Besondere, ist halt, dass sie hier diese extra Zone eingefügt haben. Früher war das nämlich nur zwei Zonen. Hier ist links und rechts. Das ist krass. Das Geile ist auch, du kannst hier den Aal rausmachen und zum Beispiel Pizzastein reinmachen. Nein. Ich weiß, wie mein Vater hierher gefahren bin. Bro, nein. Rätsmann ist ein Mann vom Volk. Rätsmann ist erfolgreich, versteht mich nicht falsch, aber Rietzmann müsste weiter oben sein. Der Mann ist einer vom Volk, der ist einer von uns. Rietzmann ist wirklich King. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Lusche rum, ich bin der Nerd und steh am Grill. Oh mein Gott!
hohe Platte. Also wie alt bist du? Ich bin 12. Okay, man darf technisch gesehen ab 13 einen Twitch-Account haben. Ich hab einen. Ja, zeig dir lieber nicht das Bunny-Ding. Weil die Leute sagen Ausstellungsstück. Du hast ein Ausstellungsstück genommen, Dominik. Ja, aber hier ist doch ein Preis dran. Ich glaube, man kann den mitnehmen, ehrlich gesagt. Weißt du, was ein Schwabe jetzt machen würde? Der würde den mitnehmen und noch vorne diskutieren, dass er Rabatt kriegt, weil ja. Der hat ja schon ein paar Macken. Ja! Wäre es möglich, auf den Grill hier einen Rabatt zu bekommen, weil der ist ja schon so ein bisschen benutzt war, ne? Oh, vielen Dank. Was haben wir bekommen? 30% Rabatt? Alter! Wow! Traumhaft! Der Obi ist mir sehr sympathisch. Kannst du doch mal den Typen nachmachen, der die Hühner gefüttert hat, die Enten? Du müsst rufen. Hallo, habt ihr Hunger? Nein, nicht so. Biele, Biele müsst ihr rufen. Ach so. Biele, 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 Biele müsst ihr rufen. Biele, Biele, Biele. Ich möchte dir noch eine lustige Sache zeigen. Guck mal hier in die Ecke, okay? Ja. So scheiße. So kacke. So kacke. Hast du geguckt, ob es einen Spiegel gibt, wo man deinen Pimmel sehen kann? Deiner Monte-Gag? Ich hab wirklich gedacht, jetzt ist es soweit. Nach 12 Jahren des Internets ist es soweit, mein Spiegel wird geleakt. Hey, do you know where the castle is? I miss one. Paul. Ah, okay, schau. You know him, famous German Streamer. Oh, Firma! Ja, du bist ja. Ihr könnt ihn, ja. Oder sieben, bye bye. Mann, Digga, so unnötig. Was? Wusste jetzt er, wer Kevin ist oder nicht? Wir für diese Tour so Karten gekauft, aber auf jeder Karte steht irgendwas drauf. Zum Beispiel sowas wie, wenn du diese Karte spielst, muss dir derjenige, den du aufforderst, dein Essen geben. Wähle während des nächsten Essens einen Spieler aus, der aufstehen und einen tollen Toast sprechen muss. Bro, wie krass aber ist diese endlich. Karte? Ja, ich mach's. Yes. Ich mach's jetzt. Oh, du musst doch dann das Glas heben. Alle Leute haben mich angeguckt, Digga, was macht der hier? Ja, reden! Der Toast! Wo ist der Toast, Mann? Alter. Das war so stumm. Ich sehe jetzt gerade, du hast jetzt ein leichtes Flackern am rechten Arm. Welches Licht steht denn rechts von dir? Das kann natürlich auch der Monitor sein. Hast du nicht so einen billigen Monitor? Nee, das ist ein teurer Monitor. Mach mal Rechtsklick auf deinen Desktop einfach. Mhm. Dann gehst du runter auf erweiterte Anzeigeeinstellungen. Das dann ist auf 60 Hertz. Genau, kannst du das höher machen? Ja. Nein, 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 nein. Sag nicht 240. Wenn 366 kommt, mein Finger ist auf meinem Ausknopf von meinem PC. Wenn 366 kommt, der Stream ist aus, Chat. Ihr habt's hier gehört. Dominik Dave, ist mir scheißegal, ob ihr das auf mehr Anzeigen hochladen wollt. Wenn 366 kommt, ist mein PC aus. Bis 239,96. Der Finger ist wieder weg. 240 Hertz und sie hat den auf 60 Hertz, Bro. Bro, das tut mir so im Herzen weh. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich den PC... Sogar jetzt noch ab und zu, zweimal im Monat, aus Reflex mache ich das, um zu gucken, ob das wirklich noch alles passt. Herzlichen Glückwunsch, du bist das neue Meme des Internets. Hä? Was ist passiert? Stell das mal auf 240. Alter, was ist das denn? Digga, Mike, wie viel Hertz hat dein Bildschirm in der Mitte? Ist auf 60 Hertz jetzt, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum das immer so kacke aussieht. Das ist krass. Guck mal, wie flüssig das jetzt ist. Oha, ja geil. Hi, ich bin A. von der Bild-Zeitung. Wir planen einen großen Artikel über dich. Dafür müsstest du uns nur einmal sagen, wie weit du bei Servus weit gekommen bist. Ich lehne dankend ab, denn Spiegel hat mich schon gefragt. Ich habe letztes Spiegel-Interview gegeben. Der Artikel ist draußen. Titel in der Wie will Hugo einen Artikel geben? Also, wie hat der Mann, wie viel Zeit haben sie ihn für eine Antwort gelassen? Also, ey, sind die Hugo-Interviews nicht alle Arsch? Würde ich für das Gleiche wohl viel weniger Hate abbekommen, stehe ich dahinter. Sprüche übers Alter können fies sein, kommen sie aber von Twitch-Star des Hugo, sind sie eher absurd amüsant. Für ihn sei jeder, der vorn... Digga. Bruder, es hat so seriös angefangen, die Kinder sind jetzt nicht als ersten Satz da reinschreiben. Für ihn sei jeder, der vorn eine 19 im Geburtsjahr hat, gefühlt ein Ritter. Dann bin ich wohl ein Ritter. Dann soll es halt so sein. Chat, 1995, mein Geburtsjahr. 2025, 30. Aber ich freue mich auf meinen 30. Chat, es ist 30 Jahre, super. Bro, super. Ich hätte beinahe meinen Matcha-Latte runtergeschmissen. Stell dir vor, du bist 1999 geboren. Du warst irgendwie noch im Rittertum. Gab's 1999 schon Internet? Die meisten seiner Fans sind männlich und um die 20. Um die 20? Da wurde, glaube ich, ein bisschen geschummelt hier. Bald aber dürfen viele Menschen Hugo neu kennenlernen, denn er ist Teil des beliebten Survival-Formats Seven vs. Wild. Die Gruppendynamik. Die haben ihn wieder gefickt.
Mann. Die Gruppendynamik. Ich glaube, es kippt ein bisschen. Diese Kälte darf uns nicht brechen. Holy shit, Bro. Digga, diese Staffel ist Julia ungeschminkt sah aus wie Henke, Bro. Das Respekt. Der normalste Reelsmann-Chatter. Bro, null. Null einfach. Aber finde ich gar nicht. Ein bisschen. Diese Kälte darf uns nicht brechen. Holy shit, Bro. Digga, diese Staffel ist Julia ungeschminkt sah aus wie Henke, Bro. Das Respekt. Sah nicht schon mal irgendjemand aus wie Henke, nur weil Henke lange Haare hat. Das ist respektlos, wirklich. Oder diese Fronts gegen ungeschminkte Mädels sagen wirklich nur Leute, die absolut zero Party bekommen. Digga, das ist mein einziger Clip in diesem Trailer, das ist crazy. Das und wie ich weine. Cool. Ist da was zwischen Hugo und Julia was am Laufen? Bro, das ist verrückt. Ich weine, Julia will mich trösten, Digga. Ja, Bruder, wir f***ing. Hugo wird gesucht im Wald. Das ist ja das. Wer verlässt die Gruppe? Und dass Hugo der Gesuchte ist. Kein Mensch hätte es gesagt. Ich hätte von Hugo gedacht, der bindet sich an Joey Kellys Bein. Und Joey irgendwann nur noch so. Hugo, alles gut, oder? Ich pass auf! Wir hatten jetzt Panama. Da konntest du nur einen Meter nur an der Küste bleiben, bis du dich reingekommen ins Landesinnere. Das ist mal, da kannst du gerade auslaufen. Da kannst du mal einen Spaziergang machen. Boah, ich habe mir das ganz anders vorgestellt vom Optischen her irgendwie. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Fritz meinte, man durfte sich überall bewegen. Aber es gab einen Spot, da durften wir uns nicht aufhalten. Und ohne, dass ich jetzt irgendwas sage, ratet mal, auf welcher Seite wir waren und auf welcher Seite wir nicht durften. Ja, aber das ist doch klar, Chat. Sobald du dich hier aufhältst, sieht es gar nicht mehr so dramatisch aus. Da alles dramatisch aussehen muss auf der Kamera, bist du natürlich auf der Seite. Hier sieht es aus, als ob es auch 30 Grad und du bist auf der Alm, Alter. Kommt dir gleich eine Kuh entgegen und in 50 Metern kommt die erste Hütte. Ich sag nichts, aber ratet einfach mal. Guck mal, soll ich dir was sagen, Hugo? Ich schätze dich vom Mindset her so ein, dass du es geschafft hast. Ja, ich werde halt nichts dazu sagen. Sehe ich immer noch so aus, als würde ich durchziehen. Warte mal, sagst du damit, du bist rausgeflogen? Nein, aber wegen dem Frame gerade. Also bist du doch nicht rausgeflogen. Digga, du f***ig ganz so ab. Du bist live im Stream, gib mal die Mutter. Die Mama ist oben. Wie hießen die Mützen, die ihr uns als Kinder immer aufgezogen habt, wo nur das Gesicht rausgeguckt hat? Das weiß ich nicht. Ist egal, komm. Das ist mein Vater, aus dessen bin ich gespritzt worden. Also, dass die beiden mal Geschlechtsverkehr hatten, das ist auch wirklich unvorstellbar. Ja, unvorstellbar. Ich schwöre, er ist different. Wie er danach erst realisiert, was er gesagt hat. Ja, mit dem Schwabbelkörper habe ich noch Sex. Weißt du, was du immer übertreibst? Aber sonst macht's echt Spaß. Und dann haben wir noch Dog, das Spiel. Das ist wie Mensch, ärgere dich nicht, nur mit Karten. Wie hockt der da? Das ist krass. Das ist wirklich Feierabend. Die Hand hier oben, die Beine auseinander, in der Hand das Bier. Das ist Feierabend. Und was spielen wir noch? Elva raus? Mensch, ärgere dich nicht. Was noch? An dir rum. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir liegen auf der Couch, aus dem Nichts spuckt er mich einfach an und sagt, ich bin ein Lama. Jetzt darfst du. Ich spuck dich nie mehr. Mach doch einmal bitte, 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 bitte spuck mich einmal an. Bitte spuck mich an. Ich sag mal, ich spuck dich nicht an. Ich will, aber ich hab Bock. Was passiert hier? Chat, was hab ich verpasst? Das ist, er will's halt wirklich. Er will das richtig doll. Genau in dem Moment. Und ich kenne Jens, das hat nichts mit irgendwie hier, ich Schauspieler mal im Stream. Er will das genau in dem Moment haben. Spuck mich an. Jetzt, also. Mach jetzt. Nein. Schäm dich nicht. Knossi, neuer Fetisch. Du, wer weiß, echt so angespuckt werden? Der Manager und die Spezialisten sind ein Team gegen die Faulenzer. Jetzt ist nur noch ein Faulenzer drin und das ist gerade Gnu. Ich kann die Leute beobachten, ohne dass sie wissen, dass ich sie beobachte. Schlimmes ist so, erstmal richtig ordentlich ein Abseilen. Abruptes Ende. Knossi Core in ein paar Jahren wird zu hart gehen. Ich glaube, man könnte jetzt schon ein ziemlich gutes Video machen mit Knossi Core. Shoutout an Jens Chat. Abruptes Ende. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet, dass der Clip da noch kommt. Gutes Update. Edeltour 3.0. Ich wünsche allzeit gute Fahrt. Plus die, wie auch immer, Tour von Zarbex und Schradin. Da wünsche ich auch allzeit gute Fahrt. Ich glaube, Schradin fährt.